Herzlich willkommen bei einem weiteren Lehrvideo von Swiss Water Polo. Heute zeigen wir euch die sogenannte Spiegelblockübung. Die Spiegelblockübung ist eine Übung, die in jedem Training Anwendung finden sollte. Es wird ein Block simuliert und eine Grundbewegung einstudiert. Wir haben einen ballführenden Spieler und einen verteidigenden Spieler. Der ballführende Spieler zieht auf, bewegt sich und der gegenüberliegende, der verteidigende Spieler, soll die Bewegung spiegeln. Zudem ist die Aufgabe, wenn der Spieler näher auf den Block zukommt, geht der Verteidiger auf ihn zu. Geht er weiter weg, bewegt er sich zurück, um ein Center-Anspiel abzusichern. Das ist eine sehr spielnahe Übung, die wir jetzt sehen werden. Bitte schön. Wir haben also Blau, der aufzieht. Weiß spiegelt die Bewegung, geht auf ihn zu. Er geht nach hinten, um das Center-Anspiel zu machen. Und jetzt wird aufgezogen, gespiegelt. Um möglichst den Angreifer die ganze Zeit einen Block zu stellen. Geht auf ihn zu, um einen Schuss zu blocken und versucht immer einen Block zu stellen. Vielen Dank. Wie bereits gesagt, diese Spiegelblockübung kann in jedem Training Anwendung finden, von U13 bis U15 und kann in kurzen Intervallen trainiert werden, umso intensiver in kurzen Intervallen. Vielen Dank.